Herr Präsident, meine sehr verehrten Kollegen und Kolleginnen, liebe ausharrende Besucher dort oben auf der Besuchertribüne. Dass die Welt atomfrei, atomwaffenfrei werden muss, ist die Vorstellung und der Wunsch seit der ersten Anwendung Ende der 40er Jahre, 46 in Japan. Und ich glaube, jeder will dieses Ziel nach wie vor anstreben, aber die Umsetzung ist eine schwere. Atomwaffen haben ein derartiges Zerstörungspotenzial, dass vor allem ihr Ersteinsatz in keinem Fall zu rechtfertigen ist. Das war die Maxime in den 60er, 70er, 80er und 90er Jahren von vielen. Sie wissen, dass das anders praktiziert wurde, als wir noch im Kalten Krieg einen machtvollen Gegner hatten, die Sowjetunion, und wo man sich diese Option eines Erstschlages sogar noch vorbehalten hat, weil die konventionellen Streitkräfte des Warschauer Paktes damals so stark waren, dass wir nicht sicher waren, ihnen widerstehen zu können. Also hatten wir im Kalten Krieg die Doktrin der Flexible Response. Diese sah vor, im Falle eines feindlichen Angriffes mit konventionellen Mitteln, notfalls auch nuklear zu eskalieren, Atomwaffen einzusetzen, um so das Risiko für einen Angreifer unkalkulierbar zu machen. Diese Politik der nuklearen Abschreckung war ein Notbehelf, weil der Warschauer Pakt uns damals konventionell überlegen war. Und dieser Notbehelf hat die Spirale einer endlosen konventionellen Abrüstung, meine Damen und Herren, in Europa gestoppt. Und die Abschreckung hat über 70 Jahre lang funktioniert. Selbst die härtesten Betonköpfe im Warschauer Pakt haben stets aus wohlüberlegten strategischen Kalkül gehandelt. Wir wissen das auch nach dem Fall der Sowjetunion, was an kritischen Situationen in den 70er und 80er Jahren vorgefallen war. Und auch da haben hohe sowjetische Militärs und die Politik immer sehr kühl und mit kühlem Kopf gehandelt. Das alles kann allerdings nicht als eine Blaupause für den Rest der Welt gelten. Einige von Ihnen wissen es, ich habe 13 Jahre meines Lebens in Indien verbracht. Indien ist Nuklearmacht, sein Nachbar Pakistan verfeindet mit Indien ebenfalls. Und als ich mal einen indischen Politiker darauf ansprach, dass Islamabad nur 1,5 Flugminuten für eine Nuklearrakete der Pakistaner entfernt ist und dann ungeheure Opferzahlen von 20 Millionen mehr Menschen zu beklagen seien, reagierte er sehr cool und sagte: "So what, Paul? We are 1.2 billion people in India." Das ist eine andere Art der Denke, auf die wir uns einstellen müssen. Dieses Beispiel zeigt, dass in den Schwellenländern und selbst in der Dritten Welt durchaus die gedankliche Bereitschaft vorhanden ist, Atomwaffen nicht nur als politisches Instrument, so wie wir es genutzt haben, sondern als militärische Option einzusetzen. Es ist also ganz anders zu bewerten, wenn Atomwaffen in den Händen von Politikern und Politikerinnen übrigens, wenn ich an Pakistan denke, bei denen Menschenleben nicht zählen oder die sich von emotionalen Motiven und von Prestigedenken leiten lassen. Und deshalb ist es in der Tat wichtig, dass wir hier unterscheiden und dass wir auf die Nationen eingehen, die an der Schwelle zur Entwicklung nuklearer Waffen sind. Und deshalb ist es wichtig, dass Deutschland sich nicht nur gegen die Weiterverbreitung von Nuklearwaffen ausspricht, sondern darüber hinaus alle außenpolitischen Handlungsspielräume wahrnimmt und nutzt, um eine Weiterverbreitung von Atomwaffen zu verhindern. Finales Ziel kann es dann sein, in dem steten Bestreben nicht nachzulassen, einen weltweiten Verzicht auf Atomwaffen zu vereinbaren und durchzusetzen. Meine Damen und Herren, wer einmal die Bilder von Hiroshima und Nagasaki gesehen hat, dem wird die furchtbare Wirkung von Massenvernichtungswaffen bewusst. Die Opfer dieser beiden japanischen Großstädte, glaube ich, verpflichten uns und mahnen uns für die Zukunft. Ich betone aber, dass man das mit klarem und kühlem Kopf auf die Region, unterschiedlichen Regionen dieser Welt bedenken muss und dass die Nuklearwaffen als ein strategisches, als eine politische Waffe über viele Jahrzehnte in Europa den Frieden bewahrt haben. In anderen Teilen der Welt gefährden Atomwaffen den Frieden in der Welt. Dankeschön. Für die CDU-CSU hat das Wort der Kollege Rothrich-Kiesewetter.